Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Purpur. Im letzten Part haben wir erfolgreich den Wurmi besiegt. Oh, war gar nicht so schwer. Wegen Reihenfolge und so. Ja, dazwischen gab es dann wieder einen Kampfpart. Und sonst noch ein bisschen umgeguckt und sind halt hier hochgelaufen. Und von hier aus gehen wir jetzt weiter. Ich glaube, ich muss mal einen Punkt hier noch ändern. Dann erstmal hier hinten so hin. So, eigentlich können wir da hoch und dann. Ja, dann haben wir schon mal einen Rückgesetzpunkt theoretisch. Ja, und wir gucken ja, jetzt hier überall ein bisschen um. Leute, das Projekt neigt sich dem Finale zu. Also, so langsam. Ja, langsam, ja. Von allem gibt es ungefähr noch zwei, glaube ich. Warte mal, was sagt die Karte? Die Karte. Herrscher sagt, zum Beispiel gibt es nur noch einen. Ja, Herrscher ist einer noch, genau. Aber, ihr könnt das gerne unterstützen mit einem Daumen hoch, mit einem Abo, mit einem Kommi und mit Joint doch gerne im Discord. Wo bist du denn? Bist du jetzt hier unten? Da, okay. Ach, du bist doch wieder verrückt. Kommst doch nie wieder hoch. Komm ich auch nicht, Alter. Oh doch, kommst du. Wasserball, hier ist ein Weg hoch. Hier ist der Weg hoch. Kannst du machen. Ich hab schon einen Trainer. Alter. Oha, Mastifioso. Alter, so sieht der also wirklich aus. Hab ich Master gesagt? Ja. Stirb. Nein. Ich meine, selbst, weil man, der ist undicht, oder? Ja. Der ist nicht gut. Aua. Hier ist ein Geist auf undicht. Nicht so gut, glaube ich. Nicht so effektiv. Aber gekrittet. Alter, bei mir schneit sie hübsch. Och nee, jetzt habe ich ausgewechselt und. Du Arsch! Aquana! Och Mann! Wie kann man denn so blöd sein? Unlicht, Psycho bringt nicht viel. Flammenwurf. Sehr gut. Kann ich direkt drin bleiben. Ein Crit. Was glaubst du, wir machen, siehst du uns irgendwann so 2025 dabei, auch so ein Adventskalender-Thema zu machen und jeden Tag ein Video? Boah, weiß ich, hab ich sogar schon mal überlegt, aber keine Ahnung, dafür machen wir falsche Projekte. Falsche Projekte? Naja gut, ich sehe, Lenificate macht gerade hässliche Pokémon jeden Tag. Video. Ja, jeden Tag den 1 oder wie? Ja, aus der neuen Gen. Interessant. Ich meine, es sind 109 neue. 109. Da sind schon ein paar dabei, glaube ich. Das heißt, ein Viertel davon muss er hässlich finden, fast. Oder halt. Ja, er hat das irgendwie anders begründet. Hässlich und. Da muss man mir erklären, warum das so ist und bla bla bla. okay. Da geht's auch wieder hoch da hinten. Aber nein, das ist so unschön bei mir. Man sieht doch da so wenig. Hä, warum ist das so weit unten? Ich weiß es nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da können wir langsam hochklettern. Da hinten ist ein Siberio. So, jetzt kannst du gerne auf der Karte markieren, dass du da hinten links hin willst. Ja, wir wollen ja erstmal hoch langsam. Naja, klar, du willst hoch, aber. Es ist halt so ein großes Gebiet hier drüben hin, so zack. Naja, theoretisch sind wir eigentlich schon weißt du, recht weit oben. Also, von der Karte her. Was sagst du? Ich hab doch gegen einen gewonnen, was soll das? Wo willst du hin? Langsam hier hoch. Hä, wo, auf welcher Seite? Ich bin auch den Berg hoch, weil ich nochmal den Weg nicht gesehen habe. Hä? Oh Gott, Sneebonus. Wo denn? Sneebels meine ich. Bist du jetzt hier rechts? Hier noch ein Item.
Dieser Berg hier ist schwierig. Ja, hier wo ich bin geht's besser und da ist eine Ruine. Komm mal hierher. Und ja, da ist auch ich die eigentlich Richtung. Auch hin. Da ist auch die Richtung mit, wo wir hinwollen. Und wir können ja hochjumpy. Hallo, Gierspinst. Grüß Gott. Eisenbotogels. Botogelogel. Alter. Hier kommen wir noch dahin. Hitzekoller. Ist das nicht auch was für dich? Nee. Nicht? Nee. Hä, ist das speziell? Müsste. Okay, das wusste ich nicht. Wenn wir fragen, wo du bist. Bist du also ein bisschen bist weit du denn weg? Da hinten? Hä? Ich hab doch gesagt, wir wollen hier auf der Karte jetzt hier ganz nach links. Damit wir dieses Eisgebiet hier noch abhaken können und dann hier lang können und dann runter. Ich weiß nicht, ob man von hier aus überhaupt noch viel weiter nach oben kommt, aber wie man bei dir sieht, nein. Ah, vielleicht ist ja auch ein Trainer. Oh, wenn dann einfach hier sieht gerade man auch runterfliegt, schon. Ist auch nervig. Hier sieht man halt auch, dass das Lager, ein anderes Lager von Team Star mit ganz viel Sumpfi-Sumpf und einem Leuchtturm. Ich glaube, es gibt vier Leuchttürme von dem Osten, Süden und Westen. Norden nicht? Ich weiß, das waren nur drei. Ich war mir sicher, irgendwie. Aber ich habe eins vergessen. Bronzong. Na gut, wenn er den Spezialangriff senkt, dann muss es ja eine Spezialattacke sein, glaube ich. Okay. Dann gehen wir da doch jetzt von hier aus weiter da lang. Und da ist auch wieder so eine Höhle. Ich weiß nicht, wie ich den Schnee finden soll. Auf jeden Fall nicht schön. Das fand ich jetzt ein bisschen zu naheliegend, muss ich sagen, aber. Alla Mutti never. Goal. Krass. Was kannst du? Man weiß es nicht. Alla Gisbert. Magnetzone. Oh, das ist gut. Da habe ich was. Nee, warte mal. Habe ich nicht. Warum bin ich mit eben vorne? Ach, Robustheit. Aha, Feuer. Sehr gut. Magnetflug. Ja, See verbrannt. Die Frage ist, hat er bei mir auch Robustheit? Ja, hat er. Oha. Bei mir brennt er aber nicht. Skandal. Das ist ein Skandal. Aller Käfergebrumm, Jan. Käfergebrumm, warum freuen Sie sich nicht? Ja, hab ich schon gesagt. Oha. Wird doch langsam mal Zeit, dass er irgendwas lernt. Mal gleich mal ausprobieren. Kritisch. Slimehawk. Der ist gefühlt Level 50 und hat immer noch eine 50er Attacke gehabt. Ja, das hatte ich halt bei mir mit Rasierblatt die ganze Zeit. Ich meine, okay, wenn jetzt hier, wie hieß das Ding, blub 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 blub, Attacke Kugelsaat trifft öfters Blitzattacken. Kugelsaat. Wenn das, ja, Kugelsaat irgendwie so. Wenn das halt mehrfach trifft, klar, ist das dann stärker als 50. Aber wenn es trifft, dann hätte ich ihn theoretisch auch mit diesen gezinkten Würfel spielen können. Das ist halt nur eine Attacke. Hypno. Ja. Komm, Kakashi, los geht's. Was soll der denn machen? Achso, okay. Vergiss es. War also schon ein zweiter. Ist ja sogar beides sehr effektiv. Direkt über Rumpler. Aber die Frage ist halt, ob ich über Rumpler behalten will, weil
Ich kann es dann halt nicht im normalen Kampfverlauf einsetzen. Kannst du schon. Heavy, da muss ich ihn auswechseln. So. Das trifft nur, wenn es als erstes eingesetzt wird, wenn er in den Kampf kommt. In der zweiten Runde geht das nicht. Ich weiß nicht, ob die Attacke dann sagt, geht nicht, oder ob ich sie einsetze und die dann fehlschlägt, eins von beiden. Weiß ich gar nicht. Daten nicht messbar? Siehst du mal. Sollte ich irgendeinen Witz bringen mit Messe? Wie halt dich einfach durchschüttelt, wie du da drauf sitzt bei mir. Oh Gott. Alan. Drachendiktor. Ich habe vorhin gedacht, wieder so einen Typ haben wir immer noch nicht gesehen, nämlich Flug, aber das hatten wir schon, weil das die Ballons sind. Mann, ich bin so dumm. Ja, ich will hier lang. Oh, jetzt sind wir gleich ganz oben. X-Initiative. Entwicklung von dem Wal fände ich ja gar nicht mal so schlimm. Nee, ich mag die. Aber wie gesagt, der Wal, da fehlt mir was. Der hat halt nur Monotyp. Oha, Eiswasser. Hier ist er sogar. Kolo-Wal. Und guck mal, Enton und Entoron und Carpador. Oh, Kometstück. Geld. Moneten. Geld. Alter, was machst du denn hier? Bist du verrückt? Ich bezweifle stark, dass es Temperatur für dich ist, aber okay. Oh, ne, Tem. Oh, no, nein. Elixir. Alter, und das Enton hat halt auch krasse Hitzewallung. Oh, hier ist ein Stein. Ist das Traumauto? Ja. Das sieht so gute nicht Traumauto. Nein. Hinauf auf den Berg. Okay, weil höher geht's nicht. Dann jetzt hier rüber. Schneebedeck. Irgendwas. Oh, da wäre auch was. Mhm. Kommen wir jetzt hier oben auf die Spitze. Alter, ich bin auf der Spitze des Berges. Fall. Okay, dann gucken wir nochmal kurz in die Richtung. Hui. Krabox, willst du mich verarschen bei deiner Weiterentwicklung? Eisbrocken. Bei deiner Weiterentwicklung verstehe ich das natürlich. Oh, da hinten ist das Ende. Das Ende der Welt. Guck dir das an. Eis. Gras. Wasser. Boden. Das alles. Und der Avatar. Was? Nein. Ach ja. Jetzt ist hier einfach nicht viel. Alter, Krüppuck! Krüppuck, mein Freund! Na, wie geht's dir? Warum bist du nicht shiny? Mogelbaum! Hey, stehen geblieben! Mogelbaum! Ach, wie schön. Alter, Skaraborn, was ist denn hier los? Ich glaube, die sollten hier nicht sein. Gut, dann jetzt 50. Wie Oha. Ja, dann wie sehen wir jetzt hier noch an, würde ich sagen. Gehen wir da rüber. Und dann gehen wir zur hier Stadt. Unten. Nein, hier rüber. Hinter hier rüber. Gut. Nein, Jan, wo bist du? Stopp. Ich wollte doch... Okay, das ist die richtige Richtung, aber ich wollte weiter eigentlich. Mein Zielpunkt ist weiter hinten, aber... Ach, weil ich bin doch gesprungen! Wie kannst du mich denn vom Springen abhalten? Ui. Da ist Vieh, ey. Aurasphäre. Ja, toll. Ich bin doch ein physischer Kämpfer. Na, vielleicht ist das für ihre Fahrig. Ach, Krabox.
Ach, ist weg. Hast du jetzt den neuen Punkt markiert? Weiß nicht, was der neue Punkt ist. Naja, mach die Karte auf, ich sag's dir. Ganz weiter rechts, 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 rechts. Noch weiter rechts, viel weiter rechts. Ja, da ungefähr. Ich habe den Punkt hier so gesetzt. Da, bei mir sind da so einige Sachen und da ist das Ende des Eises und dann kann man da zurücklaufen. Hallo. Grüßen Sie. Ich grüße Sie. Oh mein Gott, das war kein gut, das war das eine gute Idee. Oh, oh. Ah, schnell aus Wasser, auf Wasser, auf Pflanze. Geschafft. Alter, mein Kieferli. Hilfe. Oh, Wolverock, hi. Nein. Aber Wasser kommen wir noch nicht hoch, glaube ich, oder? Nicht das Raffel. Das Raffel? Och. Lassen Sie mich. Vorahnung. Du hast angegriffen. Ja, nicht nur einmal. Der Hund. Wir können uns auch direkt zu den einen Pokécenter porten, also. Da sind wir eh gleich wieder, tja. Was ist hier unten mit den ganzen Brücken? Ja, das ist hier um den See rum. Das machen wir auch noch, aber nicht jetzt, glaube ich. Ach, mit dir. Alter, es ist ein Türmchen. Da kommen wir drauf. Ui. Oh, das ist ein Trainee. Wollen wir erst hoch oder erst den Trainee? Okay. Hopp, 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 hopp. Kommt gleich wieder der Bug, dass man dann noch weiterläuft, obwohl man es nicht macht. Hoff's nicht, aber. Mal sehen. Wer hat Wetten? Wer will wetten? Wer macht Wett? Wer hat noch nicht? Nee, das mache ich nicht. Mit dir habe ich genug Zeit verbracht. Ich will das Item da oben haben. Ein X-Volltreffer. Ein Gegengift. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass der jetzt wirklich krasse Pokémon hat, der Typ hier. Oha. Ich sag's ja. Die Level hier sind crazy. Deswegen wollte ich hier auch noch nicht sein. Hallo, ist das Sushi-Vieh? Das ist ja doch ganz knuffig. Hä, ist das wirklich so rot? Davon gab es auch mehrere Formen. Ja, du hättest es haben können, Jan. Ja, aber der kann sich ja nicht entwickeln. Dein Delfin gefühlt auch nicht. Na doch. Ich komm hier nicht weg! Lass mich doch! Nein, ich wollte dich angreifen! Nein. Alter. So, Jan, willst du immer noch hier sein? Ja. Ich glaube nicht. Ich mach das nicht nochmal durch. Das hat mir gereicht einmal. Aber der ist Käfer, 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 Käfer. Der ist nur Käfer, oder? Aber Gestein ist gut gegen Käfer. Was mache ich denn da jetzt? Gestein, Elektro, Eis. Ja, das habe ich alles nicht. Kampf ist neutral. Beim Rest weiß ich nicht. Ich bleib bei Gestein. Als ob das nicht One-Hit ist. Was macht Magensäfte nochmal? Meine Fähigkeit ist kaputt, nein! Och, ich treff nicht. Das ist nervig. Was war denn die Fähigkeit überhaupt nochmal?
Meine Fähigkeit. Was hat er denn jetzt eingesetzt? Was hat man da, das klettert? Was hat er da eingesetzt gerade? Ich will nicht ausgewechselt werden. Stopp! Hä? Was war das für eine Attacke? Das Pokémon kann dank seines Läutern des Salzes keine Statusprobleme erleiden und durch Geisterattacken erlittenen Schaden wird halbiert. Mhm. Ja gut, dann bleibe ich halt drin, auch wenn der wahrscheinlich eine Unlichtattacke hat. Komm, Donnerblitz. Nicht Angeberei, das bringt mir doch nichts. Da will sich einer buffen. Lass das, triff Analima. Sehr gut. Ach, der dreht nicht, der dreht nicht. Das ist nicht schön. Ach ja, du Schmarotzer! Natürlich reicht ein Schmarotzer. Was denn auch sonst? Jetzt könnten wir auch hier schon... Nein. Machen wir nicht. Das ist hier, was man zuletzt machen soll. Nein, ich meine, könnten wir hier auch Pause machen. Was? Das meine ich. Oder? Ich glaube, wir werden hier noch einiges machen und zwei Parts Luft ist eigentlich immer ganz schön. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben hier schon. Was für ein Ball? Flottball? Ja gut, der ist auch krass, habe ich gesehen. Der ist voll overpowered. Dann würde ich sagen, genießt diese schöne Aussicht. Wir werden es auch machen. Und ihr sollt in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Purpur wieder einschalten. Also nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses äußerst gerissene Pokémon gibt vor, geschwächt zu sein, um Beute anzulocken, die seinen Partner daraufhin angreift. Tschüss.